So. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. In der letzten Folge haben wir die Route 44 abgeschlossen und in dieser Folge werden wir in die... in den Eispfad gucken. In den Eispfad gucken. Auf unserem Weg nach Ebenholz City. Eispfad. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr vereist. Und da kommen jetzt viele, viele Rutschrätsel. Aber wir wollen hier ja nur durch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da jetzt unbedingt alles mitnehmen wollen. Und das ist irgendwie schon wieder... weiß nicht. Das ist das falsche Milieu schon wieder. Das Ding kann einfach mal Solarstrahl, alles klar. Okay, aua. Was wollte ich sagen? Das Blümchen ist hier, glaube ich, wieder mal nicht wirklich optimal. Denn, naja. Eis-Pokémon. So. Dann setzen wir das mal wieder hier hin. Laufen halt ein bisschen mit unserem Sleeperino rum. Ach, da geht schon los. Ich hasse diese Rätsel übrigens. Auch nicht. Tja. Ich bin immer noch kein Fan. Also, ich denke, so ist logisch, aber dann wird's mir ein wenig schleierhaft. Ich meine. Ich kann mich hier auch gerade nicht wirklich... Also, wir können nur nach da. Wir können nur nach da. Das ist auch irgendwo logisch. Vielleicht so. Nope. Ich mag den Eispfad nicht. Ich finde bei solchen Rätseln nie den richtigen Weg. Danke. Ich verstehe schon. Kaskade. Okay. Ah, gut, die zu haben. Die könnten wir eigentlich sogar schon lernen, weil die brauchen wir früher oder später so oder so. Hauen wir mal. Tja, hauen wir mal Nassschweif weg. Denn Nassschweif möchten wir nicht. Also möchten wir ja bedingt. So. Hallo du. Das Item, das da drüben lag, war eine VM, stimmt's? Eigentlich gehört sie ja mir, aber ist schon gut, keine Sorge. Wer es findet, darf es auch behalten. Ich schenke sie dir. Sie enthält Kaskade. Damit kannst du nach Herzenslust Wasserfälle erklimmen. Ich? Bevor ich einen Wasserfall hochklettern kann, brauche ich erstmal neue Schuhe. Okay. Quiekel. Okay.
Ja, Kaskade. Hui. Das ist sogar sehr effektiv. Nanu. Aber Quiekel, nicht Eis? Ist Eis nicht irgendwie. Ach, ist ja egal. So. Das Verhältnis soll mal jemand verstehen. Ich habe keine Stärke, oder? Nein. Nicht mehr. In dem Fall müssen wir ganz kurz ihn holen. Ganz kurz wen holen. Ja, Mensch. Ach, Mist. Jo, was Blödes. Aber ich hätte es wissen müssen. So. Dann fliegen wir halt nochmal ganz kurz nach Mahagonia. Und holen uns unser Dingenskirchen zurück. Da können wir ja gleich mal unsere Pokémon heilen. Hat's wenigstens eine gute Sache. So, komm mal her. Wie Gyarados auch einfach ganz gechillt auf die Theke springt. Das ist größentechnisch ein Problem unter Umständen. So. Dann gucken wir mal kurz auf Bills PC. Wir wollten nichts ablegen. Nein. Ja. Wir wollen bewegen. So. Ganz vergessen. Nein. Raus. Danke. Ganz vergessen, dass wir den ja abgelegt hatten. Oh. Nehmen wir die doch gleich noch mit. Ah, so. Nehmen wir unsere Aprikoko Rot noch mit. Dankeschön. Gut, dann erklimmen wir kurz den Eispfad again. Aber ich kann hier mit dem Fahrrad langfahren, das ist lustig. Und gut zu wissen. Auf jeden Fall gut zu wissen. So, Quiekel. Verzieh dich. Dich möchten wir hier nicht. So, wie viel Zeit haben wir denn schon verschwendet? Mensch, fast 10 Minuten. Wow. Ach, es vergeht so schnell und wir haben so wenig getan. Okay. Ja, ist ja gut. Ich nehme den Schutz. Soeben eingesehen. Soeben eingesehen, wir nehmen den Schutz. Ach Mann. So, dann stirb du noch mal ganz kurz. Und 537. Haben wir denn noch einen? Oh, ne, warte, die waren bei Items, ne? Ja. Einen haben wir noch. Na Mensch. Besser als gar nichts. Denke ich. Das Problem ist, dieses Eisrätsel, ich hätte es danach machen sollen. Wie bin ich denn da jetzt? So. Greg. Ja, ja, mhm. Route 31. Keine Zeit für Greg.
No, kein Herz für Greg. So. Jetzt kommen wir doch weiter. Weiß nicht, ob wir diese Steine in die Löcher verschieben wollen. Aber ich vermute es mal. Ich denke schon. Schieben wir die mal rum. King Julian, mach mal. So, einmal so. Dann so. Dann so. Dann... Fuck you. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Dann nicht. In diesem Fall. Oder vielleicht werden die Steine ja zurückgesetzt. Das wäre schön. Oder zumindest hilfreich. Ja, und das war dann auch mein Schutz. Ja, die werden zurückgesetzt. Danke. Also, pass mal auf. Einmal so. Dann so. Dann so. Dann so. Nein. Egal, das können wir noch richten. So, jo, so. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig. So. Hui. Der Felsen ist hinuntergefallen. Genau, dann dich noch hoch verschieben. Gut. Dann. Nein. Dich können wir. Da lang schieben. Und darüber. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher genau, was uns das bringt, was wir hier tun. Aber wir tun es einfach mal. So, dann fehlt jetzt nur noch der Stein da hinten. Und... ne. Dieses Loch hier. Und wir halten uns gerade schon wieder an so einem Rätsel auf, aber ich möchte das gerade tun. So. Dieser Stein muss in dieses Loch. Ja, okay, dann schieben wir ihn doch erstmal nach da. Dann nach da ganz unten. Dann können wir da rumlaufen. Ach man, Leute. Diese ständigen Viecher. Und ich will sie gar nicht sehen. Das ist so nervig an Pokémon. Und der graue Fleck in der Fresse von Golbat ist irgendwie ein sehr unauthentischer Schatten, fällt mir gerade so auf. So. Perfekt. Tschüss. Ja, jetzt haben wir alle Felsen hinunter. Dann gucken wir doch mal in den nächsten Raum. Was haben wir uns jetzt... Ah, ja, okay. Ich denke, wir haben uns jetzt einen Weg gemacht. Gucken wir uns doch mal hier um. Wir könnten jetzt zum Beispiel... hier drauf. Aha.
Okay, aber da kommen wir so auch lang. Und da geht's wieder nach oben. Okay. So, da würden wir schon mal da dran kommen. Ja, okay. Aber wie kommen wir darüber? Ich glaube, den Weg haben wir uns den verbaut? Nee. Da müssen wir so machen. Top-Trank. So, gut, dann. Ach so, Ja. Wo kamen wir denn her? Ja, da müssen wir jetzt einmal wieder die ganze Chose wiederholen. So. Nein. So. Natürlich! Was auch sonst. Verschwinde. Wie viel Zeit haben wir denn schon? 16 Minuten 49. Okay. Wobei, das stimmt nicht mal. Ah. Aber jetzt. Fast. Okay, also wir gehen hier gegen den Stein und dann da runter und dann da rüber und dann da hoch und nee. So. Tschüss. Dann hier Zertrümmerer. Ja, das haben wir dabei sogar. Das kann Feulix. Ewiges Eis. Nice. Das ist sinnvoll. Aber whatever. Und das ist ein Rosana. Hallo. Hallo, Rosana. Wir möchten sie nicht. Flucht. So. Dann gehen wir mal hoch. Ah ja, okay. Hier ist nochmal ein Eisrätsel. Wir da nicht dran? Nee. Da kommen wir nicht dran. Tja, gute Frage. Wie kommen wir denn da rein? Oder können wir da irgendwo runterfallen oder so? Oder bringt das etwas, wenn wir hier lang gehen? Eigentlich ja nicht. Mal gucken. Da geht's aber schon wieder raus, ne? Ja, das schaut nicht nach. Ich will das Item. Ehrlich gesagt, nicht liegen lassen. Wir müssen. Letztendlich? Oh Gott. Ah, ich versteh's. Das war jetzt irgendwie unspektakulär. Gut. Können wir Lawine jemandem beibringen? Ewiges Eis. Ah, können wir Dingens mitgeben, ne? Lawine. Sag doch mal. Ja, gut. Ich glaube, da ist Eiszahn eine coolere Sache. Könnt mich natürlich auch irren. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ah ja. Gott, wie dämlich. Okay. Aber ich glaube,
Ich glaube, ich weiß wie. Nee. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Was? Nee, das ist Quatsch. Tja. Nee, so nicht. Aber... Ah ja. Doch, doch, ich glaube ich... Hör doch auf! Wenn sogar nur Zubat. Was will ich damit? Was will ich denn damit? Flucht. Ich kurz bitte hoch und wieder runter. Ah ja, guck mal, wo ich jetzt bin. So. Na, obwohl. Das war zu weit. Da muss er liegen. Okay. Okay. Aber jetzt. Eisen. Ja, Mensch. Wie lohnenswert. Aber jetzt. Gut, gut, gut. Haben wir das und dann nehmen wir das noch mit. Protein. Na, von mir aus. Und dann sind wir wieder am Anfang. Und da ist eine Kimono-Frau. Hallo. Oh, euch kenne ich doch. Bling. Welch eine Überraschung. Darf ich offen mit euch sein? Das Eis hat meine Sohlen am Glundfell festgeflohlen. Allein bin ich verlollen. Verlollen, geflollen. Das leimt sich so geil. Bitte, gebt mir einen Schubs. Befleit mich aus meiner Not. Ja, Lums. Ja, wenn man Chinesen anschubst, macht's Lums. Ihr seid wirklich eine gute Seele. Vielen lieben Dank. Bitte. Bitte. Okay. Okay, ich muss das zurückverfolgen. Ich komme nur von da oben. Und dann, ich kann natürlich auch einfach wild drauf los. Das ist, ja. Jo, jo. Jo, nee. Moment. Das ist Quatsch. Jo, 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 jo. Und dann komme ich irgendwie not really at a certain place. Tja. So. AP plus. Nice! Ebenholz City! Gut! Dann haben wir doch eigentlich ziemlich gut alles geschafft. Guck gerade mal, was wir hier noch so haben: Eisen, Protein,
AP plus, Top-Beleber. Ja, schön. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Eispfad und diesem Part. Und im nächsten Part gucken wir uns mal Ebenholz City an und machen vielleicht schon den nächsten Orden, wer weiß. Das wäre natürlich toll. Gut. Dann würde ich behaupten, sehen wir uns. Ich muss mich nochmal so cool hinstellen. So, sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon HeartGold. Bis dahin. Tschüss.